So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video auf unserem Kanal. Heute geht es um den Kenny's Cocktails White Smoothie. Das Ganze ist Traube, Heidelbeere und Himbeere, 200 Gramm, 17,90 €. Nochmal kurz zur Erklärung, warum über uns Werbung steht. Das Ganze wurde uns zugeschickt, das ist die dritte Dose davon. Und ich möchte hier nochmal ein ganz persönliches Dankeschön aussprechen an dich, Mike, dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, die Sachen mal zu probieren und vorzustellen. Yes. Ja. Ihr kennt unsere Vorgehensweise. Fangen wir jetzt allererstes mit dem Geruch an. Ich finde, im Vordergrund hast du eindeutig diese Heidelbeere. Dann kommt die Traube und zum Schluss die Himbeere, die das Ganze so ein bisschen abrundet. Ich finde aber, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, im Geruch riecht er leicht würzig. Soll jetzt kein Negativpunkt sein. Der riecht leicht würzig, aber dennoch sehr interessant. Ich würde sagen, wenn ich hier meine Nase reinhalte, zeige ich euch auf jeden Fall schon mal, wie Fabi das gebaut hat, und kommen gleich auch nochmal zu unseren Setups. So sieht die Dose aus vom Candies und Cocktails Wild Smoothie. Ja, ist, denke ich mal, unschwer zu erkennen, was das Ganze sein soll, beziehungsweise lässt es schon vermuten. Sieht sehr sommerlich aus, natürlich die Warnhinweise drauf, man kennt es ja mittlerweile. Ja, zur Tabakqualität, was kann man sagen? Ist ein etwas dunklerer Virginia. Hat Fabi im Hooker & Little Funnel gebaut, werde ich euch gleich zeigen. Mittlerer Schnitt, Molasse ist gut eingezogen, ich sehe gerade auch nichts Überschüssiges, also von dem Punkt her sieht es sehr gut aus, und Kopfbau seht ihr jetzt. Wie gesagt, Hooker & Little in diesem Cool Water Colorway, das ist ein sehr geiler Funnel, wie ich finde. Er hat es relativ fluffig gebaut, auf Vollkontakt, wie man sieht, Tabak steht über dem Rand mit dem Callout 1+, das Callout Lotus 1+. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Rauchen wieder. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit der Reihenfolge, und dieses Würzige, das merkt ihr auf jeden Fall auch. Ist auf jeden Fall was Interessantes, ist halt nicht so standardmäßig, würde ich sagen. Ja. Genau, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, einmal kurz die Setups. Tut eigentlich nicht zur Sache, Iron Edition 4 Lounge, Lit Lip und Callout. Ich rauche übrigens noch das, was wir euch davor vorgestellt haben, und zwar den Wonderland von Gringo, genau. Bei mir gibt es das Ganze heute wie im Video davor auch die Nose Breeze 2 mit dem schönen blauen Sleeve, mit dem Wavy Blue. Ich habe mich in dieses Sleeve wirklich verliebt. Ja. Hokain, Little Lip, Callout, Lotus 1+, Niris und den drei Coca-Colen. Mittlerweile nur noch zwei, weil wie im letzten Video habe ich ja schon angeraucht. Ja, ich zeige euch mal Rauchentwicklung. Währenddessen könntest du ja schon mal deine ersten Eindrücke aus dem Geruch erzählen. Ja, also es lässt viel versprechen, weil es halt, wie gesagt, nicht nur nach 15 riecht. Geruchlich kommt mir das Ganze auch bekannt vor. Den Tabak hatten wir euch nicht vorgestellt, und zwar den von Manuelsen, vom König im Schatten Tobacco, der Gerüchte. Den hatte ich auch eine Zeit lang, den habe ich irgendwann abgegeben, weil ich ja genug hatte, sage ich mal. Habe ich so ein bisschen daran erinnert, weil es auch Heidelbeere mit Traube war, und auch dieses leicht würzige im Vordergrund. Im Geruch, und deswegen kam mir das so bekannt vor. Ich habe tatsächlich noch nicht an dem Tabak an der Pfeife gezogen, also ich kenne den Tabak jetzt an sich noch nicht. Rauchentwicklung seht ihr, ich denke mal, Rauchentwicklung ist noch seit Vollkontakt, ne? Habt ihr ja gesehen. Also, ihr könnt euch generell merken, wenn meine Pfeife läuft, wird stets Vollkontakt sein. Ja, dann fang du schon mal an, was Geschmackliche angeht. Geschmacklicher, finde ich, spiegelt sich sehr gut wider. Ihr habt im Vordergrund eindeutig, bitte durch die Pfeife nicht. Ihr habt im Vordergrund eindeutig die Heidelbeere, dann kommt die Traube und zum Schluss die Himbeere, die das Ganze abrundet. Sehr, sehr lecker meiner Meinung nach, aber ihr habt doch dieses leicht würzige mit drin. Es ist wirklich was anderes, wie Luca das schon gesagt hat. Es ist nicht so dieses süßliche, komplett süß, ist irgendwann einfach überraucht, sondern diese leicht würzige Note, die im Tabak mit drin ist, macht das Ganze so ein bisschen speziell, wo ich mir denken würde, Alter, bevor ich jetzt wieder denkst du was komplett Süßes nehme, hätte ich schon mal wieder Bock drauf, eher auf sowas. Also ich finde ihn geschmacklich ja wirklich sehr lecker. Ich finde ihn sehr gut. Also ich finde, hätte ich nicht gedacht, also ich war so ein bisschen voreingenommen, was das Ganze angeht, weil mir dieses Würzige halt in dem anderen Tabak nicht zugesagt hat. Geht in eine andere Richtung, aber finde ich auch sehr lecker. Bin ich echt gerade ein bisschen verwundert. Aber ja, geschmacklich finde ich, kommt das Ganze gut, spielt sich das Ganze gut wieder. Dieses Würzige geht ein bisschen zurück. Ich finde, das ist im Geruch ein bisschen intensiver. Ja. Aber es ist halt wirklich was Spezielles, ne? Also das kennt man so, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich gewollt war, dass mir das so leicht würzig macht. Selbst wenn es nicht gewollt war, ist es sehr, sehr gut gelungen.
Ja. Weil also ich wüsste jetzt nicht, dass Traube, Heidelbeere oder Himbeere in die Richtung würzig geht. Ja, natürlich, aber ich glaube, das ist echt diese Kombo mit Traube und Heidelbeere, was da sowas resultiert. Also das ist schon sehr interessant. Ihr dürft euch das jetzt halt nicht so vorstellen, als ob ihr gerade Gewürze essen würdet. Nee. Also es soll jetzt nicht so extrem rüberkommen. Ihr habt jetzt so eine, wie gesagt, leicht würzige Note, aber dennoch sehr gut gehalten. Nicht übertrieben, nicht zu wenig, genau die richtige Mitte, würde ich sagen. Ja. Tabakqualität und sowas ist Luca ja schon drauf eingegangen. Ich finde ihn auch von der Qualität her sehr gut. Mhm. Schnitt ist recht fein, ihr habt ein, zwei kleine Äderchen drinne. Aber da kann man drüber wegschauen, das stört nicht beim Bauen. Das stört ja wirklich nicht. Könnt ihr drin lassen, könnt ihr rausnehmen, also im Endeffekt ist es egal. Sieht vielleicht noch nicht ganz so schön aus seinem Kopfbau. Ja, aber ich sag mal, kommt eh die Box drauf, wenn man es im Pfanne braucht oder der Batscher im Meerloch. Und von daher sieht man das Ganze ja eh nicht mehr. Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Kommen wir schnell mal zur Punktebewertung, wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Genau. Geruchlich ist es halt schon was Spezielles. Wird wahrscheinlich nicht jedem zusagen, kann ich mir vorstellen. Ja. Gib dem Tabak trotzdem mal gerne eine Chance. Also ich würde sagen, geruchlich ist es für mich so eine 7 bis 8. Eher eine 7, würde ich sagen. Wenn man so andere Tabak vergleicht oder was wir da immer für Punkte geben, würde ich schon sagen, ist eher eine 7 von 10. Geschmacklich dafür eine 8 von 10. Also ich finde, er schmeckt besser, als er riecht. Was auch nicht sehr oft ist. Nee. Aber dadurch, dass dieses leicht würzige, ich glaube, wir gehen so sehr auf dieses Würzige auf einen, wirklich. Aber es ist halt wirklich dieses leicht würzige, das geht halt im Geschmack ein bisschen zurück und dadurch finde ich es halt besser als im Geruch. Ja, gehe ich mit. Geruchlicher ist für mich auch eine 7 von 10. Geschmacklicher dafür eine 8 von 10. Er schmeckt besser als er riecht, wie Luca das schon gesagt hat. Lasst euch wirklich nicht davon abschrecken. Von diesem leicht würzigen Noten. Ihr habt trotzdem noch was Fruchtiges, Süßliches mit drin. Geschmacklicher, wie gesagt, eine 8 von 10. Sehr nice und Probierempfehlung geht da definitiv raus. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es auch mal wieder von dem Review. Falls ihr noch irgendwas gerne mal sehen wollt, wir machen ja eigentlich nur noch Tabak-Reviews. Wir nehmen hiernach auf jeden Fall noch ein Top 5 Tabak-Video auf, wo wir unsere Top-Sorten aus dem Jahr 2020 euch präsentieren. Also schaut gerne auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Falls ihr irgendwelche Videoideen gerne habt oder irgendwelche Tabake, die ihr noch vermisst auf unserem Kanal, dann schreibt uns das gerne rein. Und ja, ich würde sagen, dann war's das. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffentlich seid ihr dabei. Und dann sagen wir, haut rein. Und macht's gut, ciao.